Das ist schon mal ganz gut. So, ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen mehr drehen. Oh. Stopp. Ein bisschen nur, damit ich lenken kann. Okay, das sieht mir nach einem etwas besseren Gravity-Turn aus. Wo geht's denn hin? Mars? Nee, nee, nee. Orbit. Nur in den Orbit. Ich will nur eine Wissenschaftsstation in den Orbit schießen. Die ist aber so schwer, ist das Problem, dass ich ein kleines Problem hier habe, dabei die halt hoch zu befördern. Und auch keine Rettungsmission, nee. Die haben wir alle hinter uns gebracht, zum Glück. So. Hallo Teffi, High Five. Also allows for your mic to pass into the virtual audio cable when enabling mic injector system. So. Das ist schon wieder Kacke. Oh. Hä? Jetzt muss ich schon brennen? Offensichtlich. Ach, das kriege ich nicht hin. Oder? Oder kriege ich es hin? Mal gucken. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Obwohl, wir haben noch einiges an Fuel doch. Ich hatte jetzt erwartet, dass wir doch weniger Fuel haben. Von daher sieht das gut aus. Periapsis steigt, steigt, steigt. Wir haben noch Fuel. Wir müssen nicht mehr so viel brennen. Sehr gut. Aber ich krieg das Ding nicht gedreht. Ah, schnell, 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 schnell. Okay. Pff, das ist ja nahezu perfekt. Nahezu. Und wir haben noch Fuel, um den Kurs ein bisschen anzupassen. So. Das sollten wir aber dann vielleicht auch an der Apoapsis machen. 2G, was sind denn G jetzt hier an GeForce oder was meint ihr? So, Apoapsis ist schon ziemlich gut. Ich würde nur gerne die Periapsis auch auf 100 haben. Ja. Dann wäre die Apoapsis 110. Nee. Periapsis 100, Apoapsis 102. Ja, das muss genügen. Das muss genügen. So, jetzt müssen wir das Ding nur vernünftig gedreht bekommen. Das ist eher das Problem jetzt hier gerade. Wie viel Sprit ist hier? Ja, genug. Neun sind aber spaßiger. Was meinten ihr? Meint ihr die? Aber hä, wenn ich doch G-Kräfte im Weltraum? Ach, in der Atmosphäre.
2G. So. Ah, guck mal. Das ist ja cool. Die Taste ist neu hier, seit ich das Ding hier habe. Ist natürlich nicht schlecht. Okay, mach mal. Offensichtlich müssen wir erst warpen und dann können wir es besser machen. Warp! Oh ne, jetzt bleibt er schön gerade. Wie schön. So. Sehr gut. Paddy, Moment, ich gebe dir einen High Five. Und zwar gleich. Muss nur kurz brennen hier. So, High Five. Haben wir es jetzt. Apoapsis 102, Periapsis 100. Perfekt, reicht mir. Good enough. So. Dann können wir das Ding eigentlich abwerfen, ne? Auch wenn da noch Fuel drin ist. Weil großartig anpassen müssen wir uns nicht. Wir könnten natürlich versuchen. Nee, könnten wir nicht. Da müssen wir ja noch die... Nee, Moment. Das ist ja noch viel komplizierter. Ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, so eine Raumstation, die, wie hieß das? Erdgebunden ist. Also sich mit der Erdumdrehung mitbewegt. Synchronisiert. Irgendwas mit synchronisiert war da. Aber dafür müsste ich ja auch die perfekte Höhe auch finden, ne? Weil ich muss ja die Geschwindigkeit quasi an die Erdumdrehung anpassen. Was heißt... dass ich nicht mehr frei entscheiden kann, welche Höhe ich habe. Das heißt, da muss man die richtige Höhe erstmal finden. Die natürlich wiederum zu meinem Gewicht passt. Zwei G-Force reichen in der Atmosphäre, sah sonst der Luftwiderstand zu groß ist und man Treibstoff verschwindet. Ach, kann man das an den G... dafür ist das Grüne dann also da. Das heißt, bis hierhin kann ich und wenn ich drüber gehe, dann muss ich gar nicht auf das Tempo achten mit den 300 Meter pro Sekunde, auf die ich quasi geachtet habe, sondern hier drüber kann ich dann sozusagen das beobachten. Das ist ein guter Tipp. Danke. Na, aber das will ich ja jetzt gar nicht. Jetzt möchte ich im Prinzip, ich speichere mal, bevor irgendwas noch schief läuft. Kann ich das im Prinzip abwerfen. So, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, außer meine ACS-Booster, mich noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Dafür bin ich jetzt leichter. Kann den quasi sagen, dreh dich Prograde. Ansonsten aber machen wir, glaube ich, das ACS aus. Und das SAS kann anbleiben. Das verbraucht ja dann nur Strom, wenn das ACS aus ist. Und Strom sollten wir jede Menge generieren, indem wir... Was passiert eigentlich damit? Stürzt das auf... Das wird wahrscheinlich nicht auf die Erde stürzen. Kann es nicht vorkommen, dass wir das vielleicht sogar überholen und in das von hinten wieder reinrasen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Spiel das jetzt... Ne, aber in echt, in der Realität... Müssten die nicht noch extra Motoren haben, die sich von alleine irgendwie entweder wegbewegen oder in die Erde wieder fallen? Hier gilt die STVO. Oh ja, Licht an. Gute Idee. Okay. Das Licht hat ja viel gebracht, muss ich sagen. Wenigstens können wir unsere Debris... vernünftig angucken. Schade. Na gut, so, jetzt können wir
da wir ja jetzt hier sind, muss ich noch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Den kann ich ja jetzt hier für immer im Orbit fliegen lassen. Open Doors. So. Observe Materials Bay. Siehste. Lab is not manned. Okay. 35% nur? Warum? Warte mal. Vielleicht liegt es daran, dass ich meine Antennen erstmal ausfahren muss. Gut, schade, dass ich nichts sehe. So, Antenne 1. Extend. Ah, wie schön. Antenne Nummer 2. Extend. Und die dritte war, die habe ich gerade gesehen, die wird nämlich beleuchtet, da. Extend. Wunderbar. Panels aus, was für Panels? 432 Kilometer. Okay, ist das nicht abhängig von meinem Gewicht? Müsste Erdsynchron nicht abhängig auch von meinem Gewicht sein? Weil je schwerer ich... Ist wahrscheinlich vernachlässigbar, ob ich jetzt 2 Tonnen oder 4 oder 5 Tonnen wiege, macht wahrscheinlich entgegen der Erde nicht so viel Unterschied, ne? Aber... Ja. Require complete? Was heißt das denn? Keep experiment erstmal. So. Open. Sehr gut. Was haben wir noch? Start research. No scientist. Oh. Naja, gut. Not enough crew, dann geht das wohl nicht. Das geht also nur mit bemannt. Da können wir ja gleich jemanden hochschicken. Können wir ja jetzt. Außerdem haben wir ja einen Dockingport. Obwohl, da müssen wir dann die Antenne hier ausmachen, weil der Dockingport ist jetzt hier. Hätte ich den mal besser hier hingesetzt. Naja, ist ja egal. Entweder docken oder wenn wir nicht andocken, dann können wir ja theoretisch auch einfach rüberfliegen eben, ne? Das macht ja dann auch nicht den Unterschied. Das sagt nur aus, was ich brauche, um da hinzukommen. Okay. Solarpanels aus? Wie aus? Wieso aus? Ich mach mal das Licht aus. Das bringt nämlich gar nichts hier. So. Loose objects are also flying around in the bay in a very messy but fascinating way. Jawohl. Würde mir 50 Science oder Transmit würde mir 17,5 bringen. Warum gibt mir das nicht die 100%ige Science, wenn ich das übertrage? Das ist irgendein Grund? Ach nee, das ist der Tank. Das ist auch richtig. Wie sieht's denn hier aus? Oh! Offensichtlich verbrauchen wir dann doch ein bisschen zu viel Strom. Wofür? Gucken wir mal. Wofür wir gerade Strom verbrauchen. Weil dann, genau. SAS disengaged. Jetzt haben wir halt keinen Strom mehr. Locked. Aha. Tatsache. Das heißt, jetzt funktioniert auf jeden Fall nichts. Ist das richtig? Weil es nur beschreibt, statt die Ergebnisse nach Hause zu bringen. Ach so. Also würde sich das jetzt auch nicht ändern, wenn ich eine bessere Antenne hier irgendwie dran klatschen würde. Okay. Dann verstehe ich das. Das war nur die Frage. Okay. Jetzt muss ich warten, mehr oder weniger, bis ich Sonne bekomme. Also einmal zum Sonnenaufgang vorrücken. Kann ich wieder arbeiten. Hoffe ich. Sollte ich doch, ne? Wäre jetzt schade, wenn ich nicht genug Solarpanels hier dran gebracht hätte. Warum?
Dafür ist das Labor. Da kannst du ein paar Prozent rausholen. Also das hier. Okay. Allerdings müsste der bemannt sein dann, sozusagen. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann jetzt, Mannschaft hier hochzubringen. Hey, ich würde gerne sehen, was da steht. Okay, ich kriege jetzt gerade gar keinen Strom mehr rein. Na. Das ist natürlich schade. Mach mal ACS an und dreh dich mal zur Sonne. So dass am besten alle. Oh, falsch rum. Also quasi so, ne? Komm, mach mal Essays aus da. Nervt ja. Ist das schwierig, das hier mitzulenken? So, mach mal Stability. Warum dreht der das denn? Stabilität sollst du bringen. Du machst jetzt genau das Gegenteil zur Stabilität, Kollege. Sehr bekloppt. Egal, das wird ja wohl reichen. Jetzt müssen ja theoretisch alle hiervon getroffen werden, oder? Direct Dingens. Ich sinke langsam, was? Hä, wieso? 103, 101. Klar sink ich, aber glücklicherweise bin ich so schnell, dass ich immer an der Erde vorbeisinke. Von daher. Ist es nicht so schlimm, dass ich sinke. Denn jetzt steige ich wieder langsam. Meinst du, das muss ich ausmachen? Tritt mal wieder weg davon. Naja. Das sollte ja jetzt reichen. Problem ist, ich habe offensichtlich tatsächlich nicht genug Solarpanels. Ich habe so viel Zeug hier drauf. Warte mal. Was? Was ist das? Kann ich hier irgendwo, wo kann ich denn Sachen hier deaktivieren? Eigentlich. Cool. Das hat sich ja gelohnt. Can't be done right now. Okay, dann halt nicht. Schade. Temperatur. Senden. Pressure. Senden. Ja. Not enough electrical charge, offensichtlich. In 5 Minuten bist du eh wieder hinter dem Planeten. Ja, das stimmt. Von daher, transmit. Achso. Ah, so geht das. Da muss ich erst auf die Antenne klicken. Transmit reusable once only.
Not enough electrical charge. Schade. Habe ich ja jetzt einen schönen Klotz hier hingeworfen, der nicht genug Sprit hat, der nicht genug Strom hat, um vernünftig zu arbeiten. Und irgendwas kommt mir da entgegen. Oh, tatsächlich. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir in die rein crashen. Datensenden kostet extrem viel Strom. Ja, und ich habe nichts, kein bisschen. Ob wir die jetzt einfach nur überholen oder ob wir rein fliegen. Hä? Ach, die ist schneller als wir. Ach so. So ist das. Na gut, dann ist sie halt schneller. Oh, guck mal. Der bleibt tatsächlich in Richtung der Sonne. Pass auf, dann mach dich mal zu. Genau. Jawohl. Ist halt die Frage, kann man... Ist es möglich, von unten Sachen hochzuschicken und hier dran anzu bauen? Also geht das dann nur mit dem Docking-Gerät? Könnte ich also irgendwas bauen, hier hochbringen, da dran andocken und der würde den Strom dann sozusagen hier rein fließen lassen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich kann Batterien und Solarmodule andocken. Okay, danke. Dann brauchen wir jetzt was. Was Kleines, das einfach nur ganz viel Solar auf einmal ist. Okay. Gut. Dann kann ich hier zum Space Center, ne? Docking Mode. Cool. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Ach so, hier kann ich direkt... Okay, zu cool. Dann ab zum Space Center. Dann bauen wir uns mal was Kleines, was wir hier hochschicken. Nur mit Docking. Ja, genau. SAS ausschalten, das sollten wir gleich auch tun, ja. Aber es wird sich sowieso gleich von alleine ausschalten, wenn es einmal im Dunkeln ist. Energie ist da eh nicht mehr drin. Das braucht dann natürlich auch noch mehr Docking Ports, genau. Und so bauen wir dann quasi nach und nach unsere Station zusammen. Ja, aber das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das... Wie das aussehen soll. Soll auf jeden Fall wieder... Ja, soll auf jeden Fall erstmal nochmal wieder unbemannt sein. Das war die bessere, ne? Oder? Nee, das ist die bessere. Da. So. Dich brauche ich. Im Prinzip möchte ich ja nur Strom hochbringen. Natürlich höre ich nicht auf dich. Was denn sonst? Schick noch einen Wissenschaftler mit rauf. Ist halt die Frage. Ich glaube, ich möchte da erstmal nur das Ding andocken lassen. So, was ich auf jeden Fall brauche, ist Command and Control. Na, wir müssen uns ja bewegen können. Das heißt, einer von denen... Und das so oder so. Ist natürlich doof, dass das jetzt hier oben sein muss. Oder kann ich das nicht theoretisch an die Rakete dran machen? Obwohl docken wäre, glaube ich, besser dann mit der Rückseite. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal.
Wir bauen jetzt erstmal drauf los. Man kann ja dann immer noch umändern. Nur nicht, wenn es wichtig ist, genau. Dann mache ich's. Dann mache ich's. Was möchte ich denn als Crew Cabin brauche ich ja im Prinzip nicht. Im Prinzip brauche ich einfach nur was, was leicht und groß ist, ne? Ach, das ist ein Strut. Nun, ach so, okay. Okay. Ja, viereckig macht aber... Obwohl, je nachdem, wo ich andocke, macht's schon Sinn. Oh, das ist ja... Das müssen wir ja richtig gut durchdenken. Du kannst das auch in eine Frachtrampe dran setzen. Frachtrampe? Habe ich schon eine Frachtrampe? Ich glaube nämlich, ich habe noch gar keine Frachtrampe. Sowas besitze ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wo das sein sollte. Service Bay. Oder meinst du so eine Service Bay? Ich glaube nicht, ne? Das kann ich ja nicht einfach ausfahren. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Das wäre ja dann wahrscheinlich hier irgendwo. Jede Menge Solar. Ja eben, aber ich muss ja überlegen... Je nachdem, wie ich es andocke, kommt es dann halt drauf an, es muss ja zur Sonne hingerichtet sein. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier ganz viele Solarpanels drauf klatsche, die nie in die Sonne gucken. Weißt du? Ja, das? Was denn? Das hier. Aber das kriege ich ja nicht raus, wenn ich das hier reinpacke. Huhu, willkommen zurück, Renzo. Das war auf die Spitze bezogen, das mit der Service Bay. Okay. Die Spitze mit Service Bay? Verstehe ich nicht, ist egal. Ist egal. Aua! Halt rum! Wo sind die denn? Da. Moment, das ist viereckig und trotzdem will er das radial. Achso, ja, das macht aber Sinn. Wenn ich das hier. Hier. Und so weiter dran mache, ne? Ich kann es natürlich auch rundrum machen. Ja. Dann habe ich eine riesengroße Solaranlage hier. Dann ist es nämlich egal, wie ich es andocke, wenn ich es rundrum mache. Und was macht die Raumfahrt? Crutch, aber nur einmal, um dir High Five zu sagen. Nur einmal. High Five. Weil ich dir heute noch nicht Hallo gesagt habe. Willkommen. Struktur. Wir müssen Struktur in die ganze Sache hier reinbringen. Was ist das? Not Rockomax, ich wollte gerade sagen. Wieso steht denn da Rockomax dran? Oh. Falsch.